Mitten am Tag halten wir inne. Zeit auszuatmen und einzuatmen. Wir schließen die Augen und machen eine Pause von den Bildern, auf die wir starren. Wir schließen die Augen und schauen auf Gott, der unsichtbar bei uns ist. Möge Gott uns durch diese Zeit führen. Möge Gott uns die Augen für seine Fürsorge öffnen. Ich begrüße Sie zum Mittagsgebet aus dem Evangelischen Zentrum in Wien. Wir feiern dieses Gebet im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete mit Worten aus Psalm 116. Das ist mir lieb, dass der Herr meine Stimme und mein Flehen hört, denn er neiget sein Ohr zu mir. Darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen. Ich kam in Jammer und Not. Aber ich rief den Namen des Herrn. Ach Herr, errette mich. Der Herr ist gnädig und gerecht. Unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Unmündigen. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Aug von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Ich will den Kelch des Heils erheben und des Herrn Namen anrufen. Amen. Der Bibelvers für unser Mittagsgebet heute kommt aus dem Matthäusevangelium. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Die Mühseligen und Beladenen, das waren zur Zeit Jesu die Taglöhner, die unter dem Joch schwerer Arbeit litten. Das waren auch die vielen, die schwer belastet waren durch die Abgaben, die ihnen die römische Besatzungsmacht auferlegt hatte und die darum in Armut lebten. Wir sehen daran, dass in einer sozial schwierigen Situation zu sein nicht bedeutet, dass man passiv ist oder nichts tun kann, sondern ganz im Gegenteil. Man muss viel tun, um mit dieser schwierigen Situation zurechtzukommen, braucht viel Kraft. Und all denen, die so viel Kraft brauchen, denen ruft Jesus zu: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Mühselig und beladen, das sind in Zeiten von Corona alle, die zu Hause in Isolation bleiben müssen, weil sie zu den sogenannten Risikogruppen gehören. Das sind diejenigen, die verdammt sind zum Nichtstun, weil sie die Arbeit verloren haben. Das sind aber auch diejenigen, die schwer arbeiten müssen unter viel schwierigeren Bedingungen, weil sie zu den sogenannten Systemerhaltern gehören, in der Pflege arbeiten, in der sozialen Arbeit, im Handel oder auch als Lieferanten. Wir sehen in der Corona-Krise sehr deutlich, es ist nicht so, dass da die Starken und hier die Schwachen werden, sondern alle sind auf irgendeine Art und Weise beladen. Alle haben es schwer und wir alle sind aufeinander angewiesen. Das ist was, was auch für uns in den christlichen Gemeinden wichtig und tragend ist. Christliche Gemeinden sind nicht eine Versammlung der Starken, die die Schwachen zu integrieren hätten. Nein, vielmehr sind wir alle gerufen, uns alle ruft Jesus und sagt: Kommt her zu mir alle, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wir beten. Guter Gott, du hast deinen Sohn gesandt in unsere Welt, um uns nahe zu sein. Jesus ruft uns alle zu sich, die wir mühselig und beladen sind. Er erquickt uns und schenkt uns neue Kraft, dafür danken wir.
Jesus ruft uns auf, ihm auf dem Weg der Sorge umeinander, den er uns gezeigt hat, zu folgen. Wir denken an alle, die unter dieser Krise leiden, die einsam sind und traurig, die krank sind und Angst haben, die überfordert sind und gestresst, die ihre Arbeit verloren haben und die Geldsorgen plagen. Guter Gott, wir bitten dich, hilf uns, ihnen zu helfen. Wir denken auch daran, dass auch wir selbst manchmal Hilfe brauchen und dass es uns immer wieder schwer fällt, diese Hilfe anzunehmen, weil es uns Angst macht, auf andere angewiesen und von ihnen abhängig zu sein. Guter Gott, wir bitten dich, hilf uns, uns helfen zu lassen. Alle unsere Bitten, alles, was wir auf dem Herzen haben und im Herzen tragen, legen wir in das Gebet, das Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wo wir auch sind, wohin unsere Gedanken auch wandern, wir wissen, wo unsere Mitte ist. Bei Gott, dem Vater, der uns geschaffen hat. Bei Gott, dem Sohn, Jesus, der uns begleitet. Bei Gott, der Heiligen Geistkraft, die uns Mut macht. So geht in diesen weiteren Tag mit dem Segen unseres Gottes. Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Amen.